Wer zu spät dran ist, muss dann umso schneller laufen. Das ist das Problem, das die EZB jetzt hat. Und jetzt will man plötzlich ein bisschen schneller laufen, nachdem man erkannt hat, wie weit man hinter der Kurve ist. Anders als die Fed, die ist schon weiter vorne. Die hat ja bereits im November umgesteuert, als Jerome Powell neu nominiert wurde durch Joe Biden. Kurz zuvor hatte er auch eher noch gesagt, Inflation transitory, das hat die EZB bis vor kurzem noch gesagt. Paul aber dann plötzlich mit völlig anderer Tonlage, das lag an seiner Neunominierung und dem Auftrag von Joe Biden, Junge, bekämpfe mir die Inflation, denn das ist ein Riesenproblem. Jetzt aber gerät die EZB in Panik, weil sie viel zu spät dran ist, und so hat heute interessanterweise der holländische Notenbankchef Knoot sogar auf der Juli-Sitzung eine Zinsanhebung um 0,5% ins Spiel gebracht. Das sind ja völlig neue Töne. Lange schien es ja überhaupt schwierig, ob da überhaupt vielleicht eine Zinsanhebung kommt. Noch vor kurzem, vor 2-3 Wochen, sprach man ja vielleicht Ende des Jahres, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aber jetzt plötzlich ist eine große Zinsanhebung im Spiel, eben das, was die Fed bereits gemacht hat und auf den nächsten beiden Sitzungen machen will. Und der Euro hat scharf reagiert, ist bums nach oben geknallt, das ging ziemlich zackig. Und the Germans hearing chatter about a 50 basis point ECB hike haben dann gute Laune. The Germans, wie der Däne Andreas Steno Larsen hier mit einem Bild von Schäuble, der gut gelaunt ist, zeigt. Also das ist doch eine sehr schnelle Kehrtwende. Dinge, die passieren müssen, passieren dann auch eben. Bei der EZB passieren sie ein bisschen später. Aber es ist dann doch unausweichlich. Die EZB muss A auf die Fed reagieren. Die ist natürlich deutlich schneller jetzt am Start. Und sie muss B natürlich auf die Inflation reagieren. Lagardes Argument, naja, die Amerikaner haben doch viel mehr Wachstum. Das stimmt einfach nicht. Die europäische Wirtschaft ist im ersten Quartal gewachsen. Die amerikanische ist geschrumpft. Also mit diesem Argument kommt sie schlichtweg nicht mehr durch. Und viele Leute kommen gar nicht mehr durch. Sehe ich im Supermarkt die Preise, muss ich fast weinen, wie Deutsche in der Teuerkrise leiden. Da gibt es einen neuen Twitter-Trend unter dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen, wo Leute wirklich schildern, wie sie da in die Bredouille geraten, wie es wirklich an existenzielle Grundbedürfnisse geht, die man sich dann nicht mehr leisten kann. Wir alle sehen im Supermarkt, an der Tankstelle, wo auch immer, was da los ist. Das ist wirklich auch ein gesellschaftliches Thema. Auch unser Bundeskanzler Scholz, der sich da lange in Schweigen gehüllt hat, hat heute nochmal gesagt, ja, das macht mir große Sorge. Er muss natürlich diese Stimmungen aus der Bevölkerung aufnehmen, und auch andere sind da extrem besorgt. So hat heute der Chef der Bank of England, nämlich Andrew Bailey, gesagt, dass die Briten massive Preissteigerungen vor allem bei Lebensmittelpreisen sehen könnten, und sprach von apokalyptischen Konsequenzen für die ärmsten Leute in der Gesellschaft und der globalen Wirtschaft. Ja, und es trifft natürlich die Ärmsten, auch Afrika vor allem. Hier hat eine Organisation jetzt gewarnt, dass Ende 2022 Ghana und andere afrikanische Länder vor einer Hungerkatastrophe stehen könnten. Derzeit ja viel, was nicht exportiert werden kann aus der Ukraine, was dort feste liegt, Weizenlieferungen. Also das ist ein riesiges Thema, diese Armutspreise. An diesem Tag, wo also die EZB in Gestalt von Knoot wirklich jetzt mal ziemlich heftigere Schritte in Erwägung zieht, hat Christine Lagarde einen einzigen Tweet abgesetzt. Love is love, proud to wear this rainbow pin, also das Regenbogenzeichen, am internationalen Tag gegen Homophobia, Biphobia and Transphobia. Also Frau Lagarde hat komplett andere Probleme, die ist sehr politisch unterwegs. Ne? Das ist die EZB insgesamt, wie mir scheint, sehr viel politische Motivation, aber die eigentliche Das eigentliche Mandat, nämlich Preisstabilität, das ist völlig aus dem Fokus geraten, vor allem bei Frau Lagarde. Also sie ist nicht homophob, nicht biphob und auch nicht transphob. Also ich persönlich bin ja zum Beispiel extrem biphob, aber überhaupt nicht transphob. Ne? Das ist, da bin ich ganz klar in dieser Haltung, aber da hat Frau Lagarde also nichts anderes zu tun, als sich hier mit einem solchen Tweet mal zu melden. Ja, und die Fed ist vorangegangen, die EZB muss reagieren.
Heute ja um 20 Uhr Jerome Powell mit Aussagen bei einer Konferenz, die das Wall Street Journal ausrichtet. Unterdessen hat sich Ballard geäußert, der gesagt hat, Fed has a good plan in place to tackle inflation. Also man hat einen guten Plan, um die Inflation zu bekämpfen. Zero Hedge schreibt dann sarkastisch, crashing stonks is a good plan. Also Aktien zu crashen ist ein guter Plan. Und Ballard weiter, Financial Market Tightening should already be lowering inflation. Also das Straffen der Finanzkonditionen, das wir ja durch steigende Renditen, durch fallende Aktienpreise, durch steigende Spreads etwa bei Junk Bonds inzwischen sehen. Also der Risikoaufschlag, den man für schwächer bonitäre Anleihen zahlt im Vergleich zu Staatsanleihen, da ist ja schon einiges passiert. Und er sagt also, naja, das nimmt uns so ein bisschen die Arbeit ab, weil das schon ein bisschen die Inflation nach unten bringt, also die Nachfrage nach unten bringt. Hier sehen wir mal diese Financial Conditions und ja, da ist jetzt auch in den letzten Wochen wieder einiges passiert, eben durch steigende Renditen, Aktien, Kurse etc. Das dämpft Nachfrage, das dämpft Kreditvergabe. Und jetzt ist die Frage, was wird Paul uns heute sagen? Wird er jetzt ein bisschen vorsichtiger in Sachen Wirtschaft? Wird er möglicherweise sogar andeuten, naja, eine Rezession, die ist nicht auszuschließen. Jedenfalls ist er hier bei Günther Jauch dann vielleicht auch später zu Gast und hat dann 4 Auswahlmöglichkeiten, wie man am besten 30 Billionen Schulden irgendwie erledigt kriegt, und da wird er sich für die Option C entscheiden, print more money, print more currency, also einfach weiter Geld drucken, dann geht die Inflation schon selber vorbei und die Schulden sind dann auch gleich weg. Ja, das ist natürlich eine sehr sportliche Haltung. Inflation, mal einfach ein Beispiel eines Big Macs in den USA, der hat im Jahr 1980 $0.50 gekostet. Jetzt kostet er 8 Dollar und hat etwa 40% weniger an Material sozusagen, an Größe. Also da sieht man, wie das doch durchaus, naja, in gut 40 Jahren, was da alles sich tut in Sachen Inflation. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja gut, ne, Big Mac, das ist halt auch gar kein Essen. Ne? Also insofern handelt es sich gar nicht um eine Food Inflation, um eine Lebensmittelinflation. Aber wir haben heute die Daten endlich bekommen, US-Einzelhandelsumsätze, die waren ziemlich solide. Jetzt muss man natürlich sehen, das wird nominal ermittelt. Also die Inflation geht nach oben, steigen also auch die Umsätze. Wenn ich zum Beispiel beim Tanken statt $60 $70 zahle, dann ist das eben $10 mehr Umsatz, der aber letztendlich nur dadurch bedingt ist wahrscheinlich, dass ich zwar dieselbe Menge tanke, aber schlichtweg dafür mehr zahle. Wir sehen hier so einige Komponenten, Electronics, es sind deutlich zurückgegangen. Wenn man das zusammenfassen will von den Komponenten, dann könnte man sagen, alles was die Amerikaner als discretionary bezeichnen, also das was man kann, aber nicht muss, darauf was man sich gerne kauft, aber eben nicht kaufen muss, weil es nicht existenziell lebensnotwendig ist, das ist zurückgegangen und die anderen Dinge haben sich ganz gut gehalten. Jedenfalls sehen wir, dass diese fast apokalyptische Stimmung, die wir etwa bei der Umfrage des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan sehen, dass sich das wieder mal nicht umgesetzt hat. Also nach wie vor gibt es eine Diskrepanz zwischen den Worten und den Taten der amerikanischen Konsumenten. Dennoch, interessante Zahlen heute von Walmart und Home Depot, die wir heute gesehen haben. Walmart kennt jeder, Home Depot ist eine Baumarktkette, könnte man sagen, so Heimwerkerbedarf. Und bei Home Depot etwa zeigt sich das Gleiche, was sich bei Walmart zeigt, dass zwar die Umsätze steigen, aber die Transaktionen fallen. Das heißt, die Leute haben faktisch weniger gekauft, dennoch sind nominal mehr Umsätze entstanden, eben weil die Preise so stark gestiegen sind. Wir sehen Walmart deutlich unter Druck, auch Home Depot nach den Zahlen zunächst mal sehr stark, dann ins Minus gedreht, ebenso wie Target, die morgen, glaube ich, berichten werden. Target ist so ein Einzelhändler, der sehr viel von diesem Discretionary im Depot hat oder zum Verkauf hat. Also Sachen, die man nicht zwingend jetzt täglich braucht, aber sich eben mal gönnt, wenn es denn sein soll. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten. Wir haben zunächst gesehen, die Asiaten zaubern in China immer jetzt derzeit eine Rallye, nachdem JP Morgan den chinesischen Tech-Sektor nach oben gestuft hat, nachdem Shanghai den Lockdown ein bisschen lockert. Da sind die chinesischen Werte vor allem gestiegen. Das hat den europäischen Märkten und den US-Futures geholfen. Mit und im Umfeld dann der US-Einzelhandelsumsätze stagnieren die Kurse.
im Prinzip dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir natürlich eine sehr bärische Stimmung inzwischen an den Märkten. Hier die Umfrage der Bank of America unter diesen Dickfischen, unter wirklich großen Playern am Markt zeigte, dass jetzt die Cashquote im Mai 2022 so hoch ist wie seit dem Jahr 2001 nicht mehr. Also es herrscht extreme Vorsicht, Investor Risk Appetite auch ganz tief, so tief wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Also das ist schon ein bisschen ausgebombt. Und was man hier fürchtet in der unteren Grafik ist vor allem hawkish Central Banks. Hier sehen wir, dass das im Vergleich zum April im Mai deutlich gestiegen ist. Also die großen Player erkennen in den Notenbanken ihren Hauptgegner derzeit für steigende Aktienkurse, auch Global Recession, auch die Rezessionsgefahren sieht man hier erhöht, die Inflationsgefahren dagegen etwas niedriger und auch der Ukraine-Konflikt oder der Ukraine-Krieg genauer gesagt wird weniger gefürchtet. Aber was wir auch sehen in solchen Zeiten, wo das Geld jetzt nicht mehr so locker sitzt, weil die Zentralbanken eben diese Geldpolitik strafen, gehen auch die Buybacks zurück, gehen also die Aktienrückkäufe der Unternehmen zurück. Und das war ja ein großer Treiber der letzten Jahre. Etwa 40% der Rallye, die wir seit der Finanzkrise gesehen haben, ist alleine auf die Buybacks zurückzuführen, also auf die Aktienrückkäufe der Unternehmen. Ja, und so sind wir dann doch fast in einem Bärenmarkt, was den S&P betrifft. Beim Nasdaq waren wir es, also alles über 20% Korrektur vom Hoch. Hier sehen wir mal die historische Einordnung 2022. Da sind wir lange nicht so schlimm wie 1937, aber es ist doch schon einiges passiert. Da ist doch dieser Bärenmarkt etwa heftiger zunächst mal, als er anfangs bei dem Bärenmarkt 2000 bis 2002 gewesen ist. Aber vielleicht dreht sich ja jetzt alles ganz, ganz schnell. Jedenfalls sehen wir, dass die Märkte wie in jedem Bärenmarkt plötzlich an Liquidität verlieren, zum Beispiel der S&P Future, der ES. Da sehen wir, dass die Liquidität deutlich nach unten gegangen ist und das ist natürlich dann immer auch, naja, ein Vorspiel für extreme Volatilität. Wenn die Liquidität dünn ist, dann reichen schon Kaufprogramme oder Verkaufprogramme von mittlerer Größe, um wirklich die Märkte auch dann deutlich zu bewegen. Und so sehen in dieser Bank of America Umfrage eben viele die Financial Market Stability Risks sehr, sehr hoch. Der S&P ist gefallen bereits, aber diese Risks sind sehr, sehr hoch wahrgenommen von diesen Dickfischen am Markt. Also das könnte eben ein Risiko sein, dass wir da mal einen völlig erratischen, krassen Markt erleben. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt den Nasdaq, der ja sich gut gehalten hat heute, eben mit dem Rückenwind der chinesischen Tech-Werte. Nasdaq 100 hier. Und da haben wir jetzt diesen großen Widerstand, den wir jetzt schon viermal angelaufen haben, bei 12.550 Punkten. Da muss er drüber. Unten haben wir einen Doppelboden bei 11.700. Das ist bisher die Basis, von der ausgehend diese Erholung jetzt stattfindet. Aber wir müssen über diese 12.550. Dann werden vielleicht auch Puts aufgelöst, werden Absicherungspositionen aufgelöst. Dann hätte der Index durchaus vielleicht die Chance, mal was nach oben zu zaubern. Es ist dennoch eine Slowing Economy, eine langsamer werdende, langsamer wachsende Wirtschaft, als wir es zuvor hatten. Das zumindest sagt Mohammed El-Erian. Und noch sieht es nicht so aus, als würden wir jetzt schnell in eine Rezession kommen. Wobei natürlich schon die Tatsache, dass etwa die US-Einzelhändler, die großen wie Walmart und Home Depot, eigentlich weniger Produkte verkaufen und nur mehr Umsatz machen, weil eben die Preise so stark gestiegen sind, doch darauf hindeuten, dass die Leute aufgrund der Inflation weniger konsumieren können. Aber er sagt, die Rezession wird dann eintreten, wenn ein weiterer Policy Mistake oder ein Market Accident stattfindet, also wenn wir einen richtig fetten Sell-off an den Märkten sehen oder irgendwelche Dinge passieren, die ein Politfehler sozusagen darstellen. Noch sehen wir jetzt eine zum Beispiel sehr stabile Industrieproduktion. Heute überraschend starke Daten der Industrieproduktion und die muss erstmal runter als Frühindikator, dass dann eine Rezession eintritt. Also es wird noch dauern mit der Rezession. Also wird es auch dauern, dass die Fed jetzt sagt, die Wirtschaft, die ist wirklich jetzt in einer ganz schwierigen Lage. Das dürfte dann eigentlich den hawkischen Aussagen von Jerome Powell heute Rückenwind geben, dass er sagt, naja, guckst du, der Konsum, der ist ordentlich, Industrieproduktion ist ordentlich, Arbeitsmarkt brennt sowieso. Allerdings wurde da eben auch bei Walmart gesagt, wir haben vielleicht zu viel Personal. Das war durchaus ein Faktor, der darauf hindeutet, dass vielleicht auch am Arbeitsmarkt eben jetzt langsam der Hochpunkt erreicht ist.
hat der Elon Musk seinen Hochpunkt erreicht. Jedenfalls scheint er jetzt nicht mehr so zwingend an einer Übernahme von Twitter interessiert zu sein. Er will offenkundig versuchen, nicht durch Fake-Accounts bei Twitter hier den Preis zu drücken oder Abstand zu nehmen von dieser geplanten Akquisition. Und vereinbart war ja hier, dass er 1 Milliarde Dollar Strafe zahlen muss, wenn er von seinem Vorhaben abrückt, Twitter zu kaufen. Also versucht er wahrscheinlich jetzt zu sagen, naja, die haben mich ja belogen bei Twitter, die haben ja viel mehr Fake-Accounts, also muss ich auch diese 1 Milliarde Dollar nicht Strafe zahlen, wenn ich Twitter nicht kaufe. Ein interessantes Ding. Und kommen wir jetzt nochmal hier Richtung Europa, Richtung Russland. Hier sehen wir mal, dass wir zwar auch heute wieder steigende Ölpreise gesehen haben, bei 114 um und bei, das amerikanische Crude ist zumindest bei 114, aber Urals Crude, also das russische Öl, das eigentlich russische Öl, das steigt nicht mit, sondern das ist eben seit der Invasion letztendlich in einer Abwärtsbewegung. Das heißt, die Russen profitieren nicht wirklich von diesem steigenden Ölpreis und das dürfte auch dann der russischen Wirtschaft natürlich durchaus schaden. Die erzielen derzeit Rekordüberschüsse, Handelsbilanzüberschüsse, der Rubel steigt weiter. Ist das wirklich gut für Russland? Ich glaube nein, die holländische Krankheit lässt hier grüßen. Warum ist eigentlich die russische Armee so schwach? Warum schafft sie es nicht, sich in dieser Invasion wirklich durchzusetzen? Dazu eine wirklich sehr, sehr interessante Videoanalyse von Visual Politics. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben und es zeigt sich, dass in autoritären Systemen eben Fehlallokationen von Kapital und Ressourcen passieren. Das heißt, wenn ich hier keine offene Struktur habe, wo auch Kritik geübt wird, wo manche Dinge offengelegt werden, wo gesagt wird, Mensch, hier, das läuft ja richtig mies, weil all das nicht in Russland wirklich möglich ist, sondern eben in der Hand von wenigen Kleptokraten liegt, sehen wir wahrscheinlich jetzt diese Probleme. Fand ich ein hochinteressantes Video, kann ich nur empfehlen. Erste Empfehlung in dem Artikel und die zweite Empfehlung hat es auch in sich. Klaas Relotius, Sie erinnern sich vielleicht, dieser Spiegel-Journalist, der ja seine Geschichten erfunden hat. Klaas Relotius, der Zeitgeist-Kopulierer über die Glaubwürdigkeit der Medien. Ein Artikel meines Kollegen Georg Habenich. Beide möchte ich Ihnen dringend empfehlen. Ab 20 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt, denn da wird sich Jerome Powell äußern. Das könnte für die Märkte nochmal spannend werden. Jetzt sage ich aber erst einmal Servus und ciao.